Hi, ich bin Marilyn, ich bin auch von Kula, Praktikantin, hatte schon vor Corona auch hier angefangen und wurde dann für 3 Monate war es dann pausiert. Ging dann aber wieder los Anfang Juli mit dem tollen Projekt Kultursommer Konstanz im Neuwerk und bin auch super dankbar dafür, dass ich da aus dem Lockdown raus konnte und ja, bei so einem tollen Projekt dabei sein darf. Ja, wir hatten natürlich am Anfang auch sehr zu kämpfen, wie alle anderen Veranstalter wahrscheinlich auch in Deutschland und in Europa und sonst überall auch. Corona hat uns schon, wie die allermeisten Veranstalter, hart getroffen, da wir seit Mitte März keine einzige Veranstaltung mehr durchführen konnten, bis in den Juni hinein. Also ganz zu Beginn des Lockdowns haben wir die Zeit ein bisschen genutzt, um unsere Räume wieder auf Vordermann zu bringen. Und die allerersten Wochen waren natürlich auch damit besetzt, das ganze bestehende Programm umzuschiften und in den Herbst zu verschieben. Ja, dann zum Thema, das alle betrifft natürlich, Corona, die Pandemie. Dazu kann ich sagen, dass das Neuwerk selber, also die Genossenschaft, quasi nicht wirklich betroffen ist. Einzelne Mieter natürlich mit ihrer Firma, die dann entsprechend weniger Aufträge hatten. Aber da gab es nicht wirklich schlimme Situationen. Die einzigsten, die betroffen sind, sind die Leute von der Kantine natürlich, weil die keine Partys mehr machen dürfen. Weil der Mittagstisch, der läuft wieder nach einer längeren Pause, aber natürlich mit viel mehr Aufwand, ist klar, wie es überall so ist. Ja. Also die Mitteilung, dass wir unseren Kinosaal schließen mussten, hat uns ziemlich hart getroffen, weil wir mitten in einem Filmfestival waren, das Quirgestreift-Festival, was jedes Frühjahr stattfindet. Und von einem auf den anderen Tag stand einfach alles leer und wir konnten unseren Saal nicht mehr öffnen. Ja, wir beiden sind nicht nur Mitglieder im Zebra-Kino, sondern gleichzeitig auch die beiden einzig angestellten Geschäftsführer dort. Der Rest der Zebras ist ehrenamtlich, nur wir beide eben nicht. Wir waren 3 Monate in Kurzarbeit bis Juni 2020. Seit Juli sind wir auch dank des Kultursommers nicht mehr in Kurzarbeit, sondern wieder regulär angestellt. Wir haben mit dem Kultursommer Konstanz eine große Kooperation an den Start gebracht, wo alle gleich dabei waren. Alle Kulturschaffenden in Konstanz, was ganz Einzigartiges, gab es vorher noch nie. Wir haben viel Solidarität da erlebt. Wir haben ganz viele Stammgäste, die schon ab Tag 1 wieder bei uns auf der Matte standen. Das war eigentlich ein gutes Gefühl, wieder anzufangen. Es hat gut funktioniert. Ja, durch Corona war natürlich die Herausforderung, dieses Projekt, dieses Open-Air-Konzert in kürzester Zeit aus dem Boden zu stampfen. Ich würde sagen, das war sehr lehrreich für uns, da man einfach in kürzester Zeit extrem kreativ sein musste. Gescheitert, würde ich sagen, sind wir eigentlich an nichts. Manchmal hat uns natürlich das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, was beim Open-Air-Konzert aber einfach ganz normal ist. Natürlich fragen auch wir uns, wie es nach dem Kultursommer weitergeht. Es kommt der Herbst, es kommt der Winter. Wir können nicht mehr draußen an der frischen Luft veranstalten. Wir müssen wieder zurück in unsere Keller und das wird bestimmt schwierig.